hier ist mein Atelier, hier ist auch meine Bibliothek, wo ich mittlerweile nicht mehr so viel Platz habe oder ein paar neue Gestelle brauche. Und ich arbeite aber vor allem hier. Ich kann mich hier sehr gut konzentrieren. Auch der Weg, der Arbeitsweg ist für mich auch sehr wichtig, weil ich so von der Innenstadt am Fluss entlang hierher komme und dann bin ich so am Stadtrand und bleibe hier, bis ich abends fertig gearbeitet habe. Bin auf einem Bauernhof großgewachsen mit 5 Geschwistern und habe dann anschließend die Sekundarschule, das Lehrerseminar in Kreuzlingen gemacht, was für mich eine sehr wichtige und prägende Zeit war. Insbesondere die Deutschlehrerin, die ich da hatte. Genau, und bin dann anschließend, habe ich 2 Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet und dann mit dem Studium der Germanistik und Geschichte in Bern angefangen und bin dann auch ins Bernbiet gezogen. 2016 habe ich das Studium abgeschlossen und 2019 ist dann mein erster Roman erschienen, an dem ich auch schon während dem Studium geschrieben habe. Und mit dem Roman, da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil der Roman für den Schweizer Buchpreis nominiert war, auch 2019. Genau, als Schriftstellerin ist man auch natürlich immer sehr dankbar um Förderung und Unterstützung. Und ich habe für das nächste Projekt, an dem ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, ein Recherchestipendium der Kulturstiftung des Kantons Thurgau erhalten, in dem ich eben diesen Boden untersuche und alle Geschichten, die da mit dem Boden zusammenhängen, auf dem ich aufgewachsen bin. Und solche Beiträge sind deswegen sehr wichtig, weil man einfach Zeit hat. Das ist das dritte Buch, mein neuestes Buch, Immer zwei und zwei, von dem heute im Literaturhaus Zürich die Premiere sein wird. Es geht darin um eine Frau, die wohnt mit ihrer Familie, 2 Kindern in der Stadt und ist gleichzeitig aber auch Mitglied mit der Familie in einer religiösen Gemeinschaft, in der sie sich mehr und mehr eingeengt und auch je länger, je unwohler fühlt. Natalie betrachtete ihre kleinen Lehmskulpturen. Sie standen in Reih und Glied im Regal, gut verpackt, damit sie nicht eintrockneten. Sie wählte eine Tonfigur, nahm die Folie ab, bearbeitete sie weiter, ließ sie auf der Drehscheibe kreisen. Irgendwann stand sie auf, kochte Kaffee und holte das Telefon aus der Tasche. Manuel hatte mehrmals angerufen. Sie drückte die Rückruftaste. Hastig packte sie alles zusammen, warf einen Blick in den Raum. Es wirkte surreal. Vor wenigen Tagen hatten sie bei Manuels Eltern gegessen, die Kinder noch mit ihrem Opa im Garten gespielt. Hier sollte es sein. Manuels Mutter zirkelte ihren kleinen Wagen in den Hinterhof. Die Frau schaute den beiden ins Gesicht, bemerkte den roten Nasenspitz der einen und zog ihren Mantel enger um die Schultern. Ja, sagte sie noch einmal, eine nur winzige Wolke stieg von ihrem Mund auf. Die eine der jungen Frauen erwiderte ihren Blick und sagte mit wenig Luft in der Stimme, dürfen wir für sie beten?